Ja, weil da passt es ja deutlich mehr drauf. Ja. Weil ich weiß, dass Butze nämlich irgendwo in unserem Forstbereich, hier Richtung Westen, dahinter, in die Richtung, noch jede Menge Holz hat. Jede Menge, die da nicht so ohne weiteres transportierfähig ist. Okay. A lot of soul. Ja. Was haben Gibt's wir denn noch noch? ein? Wir hätten noch das ME3 Fixia und die ME Energy Cell Fixia hätten wir noch. Sehr schön. Aber ich würde sagen, da gehen wir mal wieder rein, oder? Ja. Ja, ne? Sonst erwischt uns doch noch irgendein böser Bube. Oder ein böses Mädel. Wir sind ja Unisex. So, und das ist übrigens dieser viel gerühmte Grafikbug, den wir zurzeit haben. Ich weiß nicht, woher der kommt. Wenn ich da weitergehe, irgendwann, bupp, kann man auch schön in die Welt, durch die Welt durchgucken. Hier. Also ihr seht, wir arbeiten hier ohne Dreck und ohne doppelten Boden. Okay. Ja. Also ich sehe ihn bei mir nicht. Also ich sehe ihn bei mir nur, wenn ich hochfliege. Okay. Ab einer gewissen Höhe. Ja gut, es hier drin langt es nicht aus. Okay. So, dann schauen wir uns das Drive Fixture nochmal an. Das funktioniert, das sollte jetzt mittlerweile auch funktionieren. Ich Also liebe, wenn ein richtig. Entwickler sagt, sollte. Ich weiß, dass ich das auch gerne sage, weil ich muss ja auch ab und zu mal so kleinere Software-Sachen programmieren. Ich bin gespannt. So, was müsst ihr denn zuerst mal zeigen? Das Energy Cell Fixture oder das ME Drive Fixture? Machen wir mal das Energy Cell Dingsbums. Das ist das, wovon ich am wenigsten Ahnung habe. Okay, dazu brauchen wir eine Energy Cell. Haben wir da noch eine da? Boah, ich bin begeistert. Wir haben eine Energy Cell da. Und zwei Iron Ingots. Haben wir alles da. Gut. Okay, was machen wir mit dem Teil jetzt? Klatscht einfach mal hier dran. Hier dran. Gut. So, na, wir hätten vielleicht mal vorher nachher schauen sollen. Mach das nochmal ab. Nochmal ab. Mal gucken, ob ich auch das Richtige wieder zurückbekommen habe. Oder hast du es Ja, jetzt einstellen? ich hab's jetzt, ist das Richtige. Bei den Parts Okay. bekommst du übrigens immer das Richtige zurück. Okay. Geh mal mit dem Moment. Network Tool. Bin gerade dabei. Irgendwo hier, da. Ja, egal Da. was. Das So. solltest du jetzt normalerweise Max irgendwo. Power 8KAI. Gut, haben wir. Ja. Okay, und dann, wenn wir das hier irgendwo anschließen, das Problem kann es. Ja, ihr habt wahrscheinlich. Ich nehme mal auf eine andere Einheit um. Nehmen wir mal Power Units, Watt. Watt. Machen das nochmal, ob das sieht man es besser. 90,05. Und ich habe. 90,05. Kein Unterschied, ehrlich gesagt. Vielleicht braucht das. Bisher. Ja. Gut, probieren erstmal mit dem Rest und der Kanal. Wie gesagt, bei da weiß ich jetzt selber nicht, das hat Megafreak programmiert. Da habe ich nichts mehr mit zu tun. Okay. Also da sehe ich jetzt zumindest keinen Unterschied. Gehen wir mal, nehmen wir mal einen. Einen Schalter. Mal schauen, ob sich jetzt was ändert. Nein. Warten wir kurz. Ich schaue mal kurz den Code rein. Er guckt mal kurz in den Code rein. Während er in den Code reinguckt, werde ich mir das andere Drive-Fix-Schirm hier zu Gemüte führen. Können wir das eventuell rausschneiden? Nee, Scherz, kann man. Nein. Sowas machen wir nicht. Wenn schon, dann mitgehangen, mitgefangen. Ne? Wenn, dann nehmen wir das komplett. So. Packen wir das da Ja, rein. Und die haben an der Gitterseite ein bisschen was verändert. echt? Oh, ich Ja, war ganz halt schon kleines mal. bisschen. Man kann jetzt auch, oben sind jetzt noch so 2 Punkte, da kann man noch in Ordner wieder zurück. Okay. So, jetzt suche ich mir hier nochmal. Da haben wir noch eine Fassade. So, und da packen wir mal das Drive Fixture hin. Das machen wir jetzt mal, ohne dass er gucken kann. Wir gucken mal schnell. Ah. Okay, haben wir hier irgendwo noch eine? Nehmen wir mal die Applied Energistics Platte raus. Jetzt müsste hier eigentlich von Applied Energistics nichts mehr drin sein. Ja, sieht gut aus.
Und dann setzen wir die hier ein. No, wo ist er denn da? Ja, schon wieder einen kleinen Bug-Report. Wie ist so ein kleiner Bug-Report? Die Zelle. Nicht zuhören. Ich rede nur laut. Ich denke laut. So, sollte ich vielleicht auch ins Richtige reinschauen. Wie heißt das ganze Ding nochmal? Achso, Part-Batterie habe ich. Genau, jetzt ist es weg. Genau. Das funktioniert. Cool. Also das Drive-Fixture funktioniert. Das habe ich gerade zeigen können. Aber einen ganz kleinen kosmetischen Effekt habe ich dann gleich noch für dich. Aber das ist kein Thema. Das liegt am Texture Pack. Nein, das ist nicht das, was ich mit Kosmetik meine. Wir können es auch Bedienung nennen. Die meisten Leute sind es gewohnt. Ich gehe über das Item Shift Linksklick. Das geht nicht. Ich muss es tatsächlich reinlegen. Ja. Das ist aber nur eine kleine Kosmetikgeschichte. Funktionieren tut es, das habe ich gerade gezeigt. Ja, weil wenn ich das hier mache, geht das mit Shift Linksklick. Check. So. Aber trotzdem eine ganz tolle Sache. Im Gegensatz zum Standard ME Drive, ja. Hat einen kleinen Nachteil, man kriegt weniger Laufwerk rein, ist klar. Aber dafür kann man dafür gleich mehrere an einen Knotenpunkt setzen. Ist natürlich schon eine sehr witzige Angelegenheit, kann man nichts dagegen sagen. Ein bisschen weniger Einstellmöglichkeiten, oder? Ja. Doch, man kann hier noch Priorität, kann man hier nicht vergeben, aber das ist, sage ich mal, auch völlig in Ordnung dafür, dass es eigentlich nur, ja, es erspart einem einfach Platz. Was anders ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Okay. Ich frage mich jetzt nur gerade, warum das nicht funktioniert, also das andere, die Energy Selfix. Ja, da muss ich nochmal drüber schauen. Ist ja auch kein Thema. Bei uns ist jeder Mod-Entwickler bisher mit Hausaufgaben nach Hause gegangen. Ist aber auch kein Thema. So. Und was wir noch nicht vorgestellt haben, ist der ME Fluid Level Meter. Ha. Weil damit haben wir auch schon mal gekämpft. Das hat aber einen ganz speziellen Grund, warum wir damit gekämpft haben. Und zwar, den hängen wir jetzt einfach mal da hinten drauf. Spuck. So, da machen wir mal die Hand frei. Ah, geht das immer noch? Ah, das geht immer noch. Sehr schön. Wir hatten damals das Problem, dass wir relativ hohe Flüssigkeitsstände hatten. Und ich sag mal, 100 Millibuckets ist hier überhaupt kein Thema. Ne? Aber wenn wir jetzt allein bei dem bisschen, was wir an Wasser haben, ne? Das sind 436 Buckets an Wasser, da hätten wir 4360 mal klicken müssen. Kleiner Tipp, ich würde einfach nur die Zahl eingeben, das geht viel schneller. Ja. Oder man drückt hier die Shift-Taste und hat hier dann gleich wunderbar die nächste Skalierung. Super genial, gefällt mir sehr gut. Oder man natürlich, man gibt die Zahl ein. Irgendwas war da noch, warum man die Zahl nicht eingeben konnte, ist auch völlig egal. Was hatten wir hier jetzt? 436. 436. Ja. Und das sind natürlich hier Millibuckets. 436, 1, 2, 3. Emit when levels are. Interface mal ausblenden. When levels are above. Genau. So. 436. Wir haben schon wieder mehr wie 436. Ah, er sagt hier 436, aber wahrscheinlich haben wir ein paar Millibuckets mehr drin. Wenn wir jetzt hier 437 machen, sollte ja kein Redstone-Signal mehr ausgeben. Du musst die Flüssigkeit noch setzen, ja, das weißt du schon. Ja. Das war. Lass mich doch auch mal Fehler machen. Hallo? So, Wasser. Ja, gut, dann lässt du mich aber auch noch einen Fehler zugeben. Natürlich. Bei dem Ding. Natürlich. So, jetzt haben wir Flüssigkeit. 437. Haben wir jetzt doch 437 drin? 435. 437. Geh mal runter. Geh mal unter die genannte Flüssigkeit. Warte mal. Ne, das sieht eigentlich richtig aus. Oh. Hier wird es gerade warm ums Herz. Ich muss mir mal ganz kurz irgendwas reinpfeifen. Kann ich das nicht auch mit Wassereimern füllen?
Das Camel Pack, ja. Ja, geht. Gut. Warum So. funktioniert der jetzt nicht? Gute Frage, die nächste. Abi. Ich setze mal kurz die Flüssigkeit etwas weiter runter. Klar. Vielleicht habe ich auch bloß einen Denkstefehler drin bezüglich der Zahl. Aber ich Da denke müsste eigentlich er nicht. aber auch funktionieren, wenn ich es umschalte. Ja. Warte mal kurz, Das wir kann tun mal. natürlich auch nur ein grafisches Problem sein. Deswegen schauen wir mal nach einem Redstone. Red Alloy Wire, wir haben keinen Redstone Conduit. Der hat anscheinend irgendwie nicht richtig abgedatet, weil. Ich habe jetzt die Flüssigkeit mal kurz einmal rausgetan, wird da rein. Warte mal kurz. Ich stelle mal kurz 4370. Stell hier mal kurz wieder um. Tu mal kurz ein Update am Flüssigkeitssystem vornehmen. Ich mache das einfach mal so und jetzt ein Update. Okay. Nee, der ist. Achso, wenn es über dem Limit ist, haben wir momentan eingestellt. Genau. Jetzt ist es unter dem Limit. Ja, wir haben 435 Buckets gerade im Moment im System. Ja, ich habe es auf unter dem Limit, habe ich es eingestellt. Jetzt unter 100. Und jetzt leuchtet auch das Ender Conduit. Genau, jetzt leuchtet's. Alles klar. Okay, dann war das nur ein Grafikbug. Mag alles doch sein. Manchmal muss man dem System auch ein bisschen Zeit lassen. Oh, vor allem bei uns auf dem Server muss man ihm manchmal ein bisschen mehr Zeit lassen. Nee, ich glaube, ich weiß sogar, wo das der Fehler liegt. Ja, yeah, wir haben ihn auf einen Fehler gebracht und der kann den Fehler sofort beheben. Okay, wir werden das nächste Woche nochmal kontrollieren, ob er alle seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja, nein. Gottes Willen. Also, bitte nicht verkehrt verstehen. Wir labern hier ziemlich viel Blödsinn und deswegen, also alles Ja. easy. No? So. Aber ich glaube, jetzt müssen wir doch langsam durch sein. Oder hast du noch mal irgendwas für mich? Was Schönes. Ich bin ja allein schon fasziniert von dem MEOR Dictionary Export Bus. Weil irgendwie habe ich mir das schon mal lange überlegt, da bräuchte ich mal irgendwas. Habe mir bloß überlegt, woher kriege ich das? Ja, jetzt kriegen wir sowas sogar frei Haus in Gelief. Ach du Scheiße. Du bist aber echt nicht witzig, was Rezepte anbelangt, oder? Passiv, passiv, Isolation. Okay. Gut. Der ist ja auch noch nicht Können ganz fertig. wir. Das Problem ist, er ist momentan ja noch ziemlich schnell. Ja, dafür sind Das die heißt, Anzahl der Acceleration Cards ja okay. ja, und so fuzzy habe ich halt einfach nur wegen dem, weil das ist ja dann nicht genau, also deshalb habe ich halt einfach. Ich werde da später noch das mal noch hinzufügen, dass man die Acceleration Cards reinlegen kann, so wie beim Flüssigkeits Okay. Export Bus, und dann fallen die auch im Rezept weg. Dafür ist er Okay. dann normal langsamer. Wie ein ganz normaler Exportbus, nur halt deutlich Ja. langsamer. Das ist doch wunderbar. Das ist doch super. Das gefällt mir exzellent gut. Apropos, wir haben ja noch eine Sache komplett vergessen, die ja eigentlich ursprünglich mal den Mod ausgemacht haben. Extra Cells hatte ja ursprünglich ist die Entwicklung daraus entstanden, weil den Leuten hier, ja, also wir gehen hier mal ganz kurz zurück auf den Urschleim-Mod Applied Energistics 2. Nein, ist nicht Urschleim, ist klar. Das Maximum, was wir hier machen konnten, Du war. meinst, wir gehen zurück auf Apple Analytics 1? Nein, garantiert nicht. Ja, was du das gemacht hast, von da. Damals gab es ja schon extra Cells. Ja. Ich meine jetzt einfach nur urschleimmäßig, wir gehen erstmal auf den Grundmod zurück mit Applied Energy 6.2 und Also. sehen, dass es jetzt momentan maximal eine 64 KME Storage-Komponente gibt. War früher sogar, glaube ich, noch weniger. Oder gab es die damals schon? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die gab es damals sogar schon. Also in den Versionen, die ich hatte, gab es die. Okay. Sei es drum. Ob es es gab oder nicht gab, auf jeden Fall war es da ein Maximum. So, und dann hatten aber manche Leute gesagt, das ist mir viel zu wenig, da brauchen wir mehr Pack. Ja, und dann gab es halt hier dann die 256 KME Storage, 1024 K, 4096, 16384 K. Da passt eine Menge Material drauf. Die Frage ist,
Wer braucht's? Okay? Wer all seinen Cobblestone, den er jemals durch einen Auto-Miner besorgt hat, da reinkriegen will, tut euch keinen Zwang an. Wunderbare also ich Geschichte. bevorzuge daher den Compressed Cobblestone von Extra Utilities. Er verbraucht dann weniger Speicherplatz. Richtig. Und vor allem, ne, wenn ich hier mal mir, also wir schauen uns mal ganz kurz das Rezept an, 16K. 16K wird aus 3x4K hergestellt. Okay, das kennen wir alles Standard. Ne? Da haben wir hier schon wieder mal Engineering Processor, Logic Processor, alles ja kein Problem, bisschen Glowstone. Die 4K, das sind also dann schon mal 3x, die brauchen wir dann schon 9x, dann haben wir ja 27x. Dann haben wir langsam ein Problem mit dem Kopfrechnen mit 27 mal 3. Und dann haben wir nochmal 3 und nochmal 3 und nochmal 3. Ja, ich hätte gesagt, das ist schon ein bisschen materialaufwendig. Nein. Nein? Okay, dann eben nicht. Aber bei den Storage-Komponenten für Fluids seid ihr ein bisschen sparsam gewesen, oder? Mit 4K Maximum. Na ja, okay. Kann mir mehrere reinstecken, ich weiß. Was? So, ja, 4K. Nee, ja. 4, ja. Was? 4096K. Ja. Das ist ja. Es ist ja schon ein bisschen. Es passt viel Wasser und anderes Zeugs drauf, ich weiß. Ja, kannst du aber auch Tenge nehmen oder die extra Utilities drauf, sind einfach immer Storage, was dran anschließen. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir da noch handhaben könnten. Eine Frage noch, der Zertus-Quarz-Tank, womit ist denn der vergleichbar? Das ist doch eigentlich nur ein 16-Bucket-Tank, oder? Täusche ich mich da? Ja, man kann den aber auch mit einer Wrench, also Shift-Rechts-Klick mit einer Wrench abbauen. Okay. Und die Flüssigkeit bleibt drin. Also vergleichbar quasi mit den von, okay, Entschuldigung, ich sag, portablen Tanks. Gut, haben wir noch so viel Material da? Haben wir da. Dann zeigen wir das auch nochmal. So, dann packen wir den einfach mal dahin. Zertus-Quarz-Tank. Hier, formschön. Um einen anderen YouTuber hier zu. Ist schon wieder Schlafenszeit. Ja, okay. Hab schon. Jetzt wird der Tag. Also, bei mir noch nicht. Aber wird schon noch werden. Ah, jetzt. So, dann packen wir hier mal Eimer rein. Ja, gestern ist es halt auf dem Server rückwärts gelaufen. Oh, schön. Ja, das ist immer wieder Vorteil, als mal irgendwann nach 20 Sekunden, wenn das Update vom Server kam, ist halt wieder zurückgesprungen. Okay. Ich werde demnächst nochmal ein bisschen. Ah, auch hier, ne? Auch hier haben wir natürlich wieder das Thema Weiler-Overlay, ne? Ja, ja. Ich weiß, ich sag's nur, ja? Also ganz, ganz ruhig bleiben. Es sind einfach nur Vorschläge, die mir so auffallen. Und das, mehr, nicht weniger. Das ist doch auf meiner To-Do-Liste, Weiler-Support hinzuzufügen. Sehr schön. So, weil wenn wir jetzt hier nämlich schauen, dann sehen wir im Tooltip zumindest auch die 3000 Millibuckets oder auch drei Buckets, die im Zertus-Quarz-Tank sind. Auch das funktioniert. Super Geschichte. Der Mod entwickelt sich hier immer mehr zu einer wunderbaren. Ja, beim Fluid-Terminal kann ich nicht entleeren, ne? Nein, das muss ich noch hinzufügen, dass der auch ein, keine Ahnung, ja, halt so ein Fluid-Item-Dingsbums ist. Da muss ich doch ein Interface implementieren, in der Item-Block-Klasse. Na komm. Ach, da. Droppt zu mir. Nein, der droppt nicht zu dir. Ich hab ihn. Okay. Oh, wie gemein. So. Gut. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob er importiert, aber ich denke, der wird das schon machen, weil der kommt ja aus dem Mod, nicht? 432 Buckets. Warum? Oder muss ich ihn rechts klicken mit dem Crescent Hammer, weil er dann. Nein. Nein. Ach, wahrscheinlich braucht er wieder mal irgendein Block-Update oder? Nein. Normalerweise. Ich baue mal hier ganz kurz noch den Mist hier ab, weil den brauchen wir natürlich gerade auch nicht mehr. Oder das Server. Ich habe nochmal kurz abgebaut. Doch, da ist sogar noch was drin, also aber. Level im Mitte, willst du den wieder? Ich denke mal schon. Ja, bitte. Habe ich noch? Platz? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich muss hier erstmal wieder Platz im Inventar schauen. Hat sich hier wieder ganz viel Geraffel angesammelt. Na, du bist mittlerweile leer.
Was kann ich denn gleich mal wieder? Marvel kann ich wieder zurückpacken. Fluid Control jetzt kann ich zurückpacken. Smart Cable erstmal. Stone, ja auch. Storage Housing. Machen wir das später. So. Nee, also ich glaube, das entleert er gerade nicht. Aber ich sehe hier auch keinen aktiven Connector im Moment. Wir haben wahrscheinlich keinen Channel mehr übrig. Oh ja, das kann natürlich sein. Ist aber schnell gelöst. Einfach das hier Energy-Ding zum Tier wegmachen. Hab schon Shift-Rechtsklick drauf gemacht. Gut. Ah ja, das ist auch eine neue Funktion. Der arbeitet mittlerweile auch nicht mehr, wenn er keinen Channel hat. Was er früher ja noch gemacht hatte. Das darfst du doch keinem verraten, weil in manchen Modpacks gibt es doch noch diese alte Version. Mensch.